Willkommen zurück bei Kingdom Come Deliverance. Das hier ist Florian. Ich bin Evi. Wir spielen Heinrich. Und wir suchen Esther. Es ist schon wieder ein bisschen her, seit ich gespielt habe. Und anscheinend auch seit Pebbles das letzte Mal gespielt hat. Also... Okay. Ja, das Spiel und ich müssen uns erstmal wieder aneinander gewöhnen. Aber wir suchen jetzt Esther, die wurde nämlich aus dem Badehaus entführt, soweit ich mich recht erinnere. Und wird mir die Quest gerade überhaupt oben angezeigt? Sollte ja blau sein. Wir müssen einfach Richtung Nörden. Okay, wird mir komischerweise nicht angezeigt. Kriegen wir auch so hin. Ja, zwischen... Ups, ah, Entschuldigung. Ja, okay. Der letzte Part war wieder eine eingeschobene Nebenquest. Und davor war eigentlich die letzte Aufnahme. Okay, das ist ein bisschen verwirrend. Aber, naja, jedenfalls sind wir jetzt Esther. Und jetzt wird mir das auch oben angezeigt. Wir sind gerade im Wald. Und hier sind mega viele Pilze am Wegesrand. Und ich wollte das einfach mal zeigen, weil das... mega cute aussieht. Einfach ganz viele verschiedene Pilze. Was sind das denn für welche? Also bestimmt Schirmlinge und Fliegenpilze. Steinpilz. Schirmling. Kleiner Schirmling. Fliegenpilz. Und hier sind ganz viele davon. Ich finde das toll. Pilze sind wunderschön. Ich habe eben schon einen Trank genommen, heißt unser HP ist wieder ein bisschen hochgegangen. Aber hier in der Nähe ist eine Kräuterhexe, wo wir den Alchemietisch benutzen können. Und weil ich keinen Lazarius-Trank mehr habe, wollte ich noch eben einen braun. Und ich glaube, das hatte ich auch noch nie im Let's Play. Heißt, ich kann dir direkt zeigen, wie das geht. Ups. Das hier ist die Kräuterhexe. Kräuterkundlerin. Und bei denen gibt es immer solche coolen Alchemietische. Da klickt man dann E. Und ja, dann gibt es hier ganz viel Zeug, womit man ein bisschen den Alchemisten spielen kann. Und ich habe... Ich muss mal eben gucken, was für Zutaten ich brauche. Ich habe in Pebbles Satteltasche immer alle Kräuter und Pflanzen, die ich so einsammle und mitnehme. Und die braucht man halt, um einen Trank zu brauen. Der Retterschnaps ist halt der Schnaps, also der Trank, mit dem man das Spiel auch speichern kann, ohne einen Speicherpunkt. Und dafür braucht man Tollkirschen. Und Tollkirschen sind super selten. Die kriegt man gar nicht. Also man muss gar nicht nach denen suchen. Die findet man nur durch Zufall. Oder wenn man die Spots kennt und deshalb brauchen wir den nicht. Ich will das hier brauen. Das stellt 30 HP über eine Minute wieder her. Und dafür brauchen wir ein Baldrian und zwei Beinwellen. Also 1 zu 2. Ich nehme einfach dann alles mit, was wir gerade haben. Ich muss gar nicht zu Pebbles gehen, sondern nur ins Inventar. Baldrian nehmen wir mal mit. Davon haben wir 7. Und Beinwell war das, oder? Oh mein Gott, Kurzzeitgedächtnis. Und dann brauen wir mal den Trank. Das Spiel sagt uns, wir dürfen hier eigentlich nicht sein, aber sonst sagt niemand etwas. Also gehen wir zum Lazarus-Elixier. Das hier ist immer, also das Dreieck, Wasser. Das ist die Basis vom Trank. Es gibt auch Alkohol und Öl und Wein. Und dann steht hier links halt, wie man das macht. Ein Trank, der kaum Wünsche offen lässt, denn er würde sogar die Toten aus ihren Gräbern holen. Er gibt Verwundeten neue Kraft, selbst wenn der Tod schon an ihre Tür klopft. Ist das der richtige Trank? Okay. Heilt Verletzungen und hilft sogar bei Knochenbrüchen. Aber vergiss nicht, dieser Trank allein wirkt keine Wunder. Also such dennoch einen Heiler auf. Du benötigst Wasser, 2 Handvoll Beinwell und 1 Handvoll Baldrian.
Lass den Baldrian für einen Sanduhrdurchlauf kochen. Zerkleinere den Beinwell. Gib den Beinwell hinzu und lass alles für einen Sanduhrdurchlauf kochen. Destilliere das Gemisch. Okay, das ist nicht der einfachste Trank. Aber machen wir erstmal die Basis. Gluck, gluck, gluck. Und dann brauchen wir jetzt erst, lass den Baldrian für einen Sanduhrdurchlauf kochen. Dann gehen wir ins Inventar, wählen die Sachen aus und dann stehen die hier. Und dann nehmen wir eine Handvoll Baldrian, packen das in den Kessel und drücken einmal Q für den Blasebalg, das. Und dann kocht es, dann können wir die Sanduhr einmal umdrehen. Und eigentlich ist immer einmal Q drücken, also einmal den Blasebalg benutzen, auch ein Sanduhrdurchlauf. Das sieht man dann, wenn das Feuer wieder kleiner wird. So, das hat jetzt einmal gekocht. Und jetzt können wir einmal, warte mal, Beinwell, oder? Ja. Und zweimal Beinwell in den Mörser und dann mörsern wir. Da muss ich nichts machen, das macht Heinrich ganz alleine. Und dann geben wir das auch direkt in den Kessel, oder? Jo. Und dann pressen, dann pressen. Dann drücken wir wieder einmal Q. Tschick. Und weil wir können, drehen wir auch noch die Sanduhr. Das hat sogar einen eigenen Hotkey, und zwar F. Ich bin mir aber ehrlich gesagt nicht ganz sicher, ob das schon als Kochen zählt. Also ich weiß, dass der Trank so auch fertig gemacht wird und der klappt auch so. Aber wenn man eigentlich was kocht, dann blubbert es ja. Anyways, wir nehmen eine Fiole. Fiole. Und benutzen den Destillator. Man könnte den auch so abfüllen direkt in die Fiole. Aber da steht, wir sollen es destillieren. Heißt, wir machen das hier. Und müssen einmal Q drücken. Und jetzt fließt das da rein. Ja, man sieht es. Soll ich nochmal Q drücken? Ich drücke nochmal Q. Oh, okay. Ding, 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 ding. Und du hast gebraut Lazarus-Elixier. Yay! Und das haben wir jetzt. Yeah! Und das war tatsächlich nicht der, den ich brauen wollte, sondern der bessere Trank. Ups. Nee, doch, ja. Nein! Heinrich! Was ist gerade passiert? Okay. Der andere Trank, kennen wir den überhaupt schon? Ich glaube, wir haben das Rezept noch gar nicht gelernt für den. Nee. Okay, never mind then. Ja, das ist das Braun. Und mittlerweile ist es schon dark. Gut. Es ist nachts und ich bin in ein Gebüsch gefallen und es gibt keinen Ausweg. Ich habe es gerade schon länger versucht. Also kannst du mir glauben, aber das hier ist halt überall Gebüsch, wo man nicht durchkommt. Und auch nicht, wenn man croucht. Und rüberspringen kann man auch nicht. Und wenn ich noch länger durch diese Blätter renne, dann wird mir noch schlecht. Ich muss den Spielstand neu laden.
So, wir haben in Rovna in einem kleinen alten Holzfäller-Camp übernachtet, weil es schon dunkel war. Und jetzt sind wir auch schon ganz nah dran. Da drüben müsste das irgendwo sein. Wir müssen dann ja wieder einen Bereich durchsuchen. Nach dem Ort, wo Esther gefangen gehalten wird. Es soll ja angeblich ein Haus sein, soweit ich mich erinnere. Und ist das das Scarlet? Ich glaube, das ist Scar. Ist das Scarlet? Ist das zu Hause? Man kommt echt viel rum. Ja, das ist Scarlet, aber da müssen wir gar nicht hin. Sondern nach Südwesten. Und ich finde es voll toll, dass diese kleinen Blümchen so leicht rosa-weiß sind. Das gibt dem Spiel so einen unschuldigen Look. Hier oben, so bei Scarlet und Rovna, ist alles noch so zurückgelassen und man trifft hier auch nicht so viele Menschen. Oh, Unfallort. Oh no. Oh, und wir sind im Bereich. Esther! Ich weiß, dass wir in diesem Bereich schon mal ein Lager gefunden haben. Und ansonsten sieht man auf der Map auch kein Schleichmusik. It's time to schleich. Und actually trinke ich vorher noch einen Ringelblumenaufguss und esse die Wassermelone. Und da drüben sieht man ein Hausgerüst. Und warum ist die Musik jetzt weg? Ich höre nur noch das Klimpern unserer Rüstung. Pebbles, komm mit. Okay, die Musik ist gone. Ich gehe einfach mal hier oben hin. Kann ich hier irgendwas untersuchen? Nein. Da drüben. Ich renne ganz unauffällig dahin. Bisher sehe ich noch niemanden. Und jetzt ist wieder die freundliche Morgenmusik da. Okay. Wir haben den Ort gefunden. Und da sehe ich auch jemanden. Rette Esther. Right, it's time to fight. Ich bin sehr confident in unsere Kampfskills mittlerweile, weil ich habe sehr viel geübt. Habe ich auch schon öfter gesagt. Ja, wie gesagt. Der hat nicht mal ein Schild. Und getroffen. Zweimal. Dreimal. Mal sehen, wie viele das sind. Oh. Aber die haben ja. Die sind gerade erst aufgestanden. Flip you. Zuerst die Schwachen ausschalten. Blutrausch. Das heißt, wir haben jetzt einen Bonus auf Kampf. Alter! Zwei sind schon mal down. Er ist jetzt das einzige Problem. Aber weil wir uns jetzt auf ihn konzentrieren können, dürfte das auch kein Problem sein. Ich denke die ganze Zeit, dass Heinrichs Stimme noch ein Gegner ist. Aber nein, das sind wir. Yeah! Sollen wir den nicht umbringen? Wie jetzt? Wir haben ihn schon besiegt, aber er ist nicht gestorben. Okay. Ich glaube, eigentlich sollte er schon sterben, aber das ist ganz okay. Oh, er ergibt sich. Reden. Erst sagst du mir, was du weißt. Sicher, sicher doch. Was willst du wissen? Alles.
ist eure Werkstatt? In den Minen. Die Minen sind riesig. Geht das vielleicht etwas genauer? In einem verlassenen Schacht. Draußen ist ein Lager, aber ich war erst einmal da, nachts. Wenn sie uns gebraucht haben, bin ich beim Hintereingang rein. Hintereingang? Ja, nicht weit von hier gibt's einen Lüftungsschacht. Haben die Tunnel mit Kreide markiert. Und der führt mich geradewegs zur Werkstatt? Ja, wenn du den Markierungen auf der rechten Seite folgst. Verstanden. Wer bezahlt euch? Ein Ritter. Er heißt Jeschek von Rona. Was weißt du über die gefälschten Münzen? So gut wie gar nichts. Nur, dass sie die in der Werkstatt machen. Und das verflucht gut. Ich drehe jede Münze, die ich von ihnen als Lohn bekomme, zweimal um. Das ist alles, was du weißt? Nö. Der Jeschek da hat uns in Kuttenberg angeheuert. Wir sollten bloß so ein Weib verschleppen und hier festhalten. Dieser Jeschek, was kannst du mir über ihn sagen? Ist er ein Adliger? Das behauptet er, ja. Nennt sich Herr Jeschek von Ronau. Ich glaube, er kommt aus Mähren. Und das heißt, er soll dort ziemlich schlimm rumwüten. Kann ich mir gut vorstellen. Aber Markgraf Jobst hat Burg Ronau geschleift. Ist nur noch eine Ruine übrig. Und was mache ich jetzt mit dir? Du lässt mich frei, oder? Sicher. Hast es mir immerhin versprochen. Habe ich nicht. Und selbst wenn, du bist ein Dieb. Also würde mir das keine schlaflosen Nächte bereiten. Hab's doch gewusst. Und was willst du jetzt mit mir anstellen? Geben wir ihm mal den Vogt. Du kommst mit. Der Sasauer Vogt hat sicher ein Plätzchen für dich frei. Oh krass, okay. Das heißt, wir können gerade noch gar nicht mit Esther sprechen. Dann lassen wir sie erstmal da und müssen zurückkommen. Wir sind in Sasau vor dem Gefängnis und müssen jetzt wieder zurück zu Esther. Was für ein Hin und Her. Okay, dann mal los. Ich musste gerade voll den Umweg reiten, weil das hier blöd auf so einem Berg ist, wo man nicht die steilen Klippen hochreiten kann. Aber gleich sind wir wieder da. Und dann ist Esther hoffentlich auch noch da. Die Quest war ja, dass wir mit ihr reden sollen. Heißt, wir haben irgendwie schon festgestellt, dass sie noch lebt. Esther, wir sind hier, um dich zu retten. Du. Schloss knacken, sehr leicht. Na, dass sie das selber nicht geschafft hat. Neue Stufe, yeah. Oh, Baby. Super Mädchen. Die tun dir nichts mehr. Wie hast du mich gefunden? Florian hat mir gesagt, wo du bist. Ich bin so eine dumme Gans. Ich dachte, er wäre nur ein Gag. Dabei ist er ein Schuft, der mit Dieben unter einer Decke steckt. Er wusste die ganze Zeit, wo ich war. War das so? Ich kann mich nicht mehr erinnern. Also ich hätte sofort versucht, sich zu... Oh. Schweig um Himmels Willen. Ich meine, ich glaube, es ist seine Schuld. Ich sag einfach mal das hier. Weil... Du hast recht. An seiner Stelle hätte mich niemand davon abhalten können, dich zu retten. Genau. Was für ein Hasenfuß. Wir sollten aufbrechen. Ich begleite sie. Natürlich. Ich möchte dich nicht allein lassen. Wir können sie doch jetzt nicht alleine nach Hause schicken. Damn. Ist wieder eine Schnellreise? Ja, wieder eine Schnellreise. Quest begonnen. Fundsachen. Aufgabe begonnen. Begib dich wegen der Fundsachen zum Rataer Pfarrhaus. Ach, das ist das, wenn man die Ohren von den Banditen abschneiden kann. Das muss ich mir merken, dass ich die immer mitnehme. Ich glaube, ich muss mit jemandem da drin sprechen. Sorry. Ja, ich würde gerne mein Bart schneiden lassen, aber jetzt ist abgeschlossen. Okay.
Okay, vielleicht muss ich auch einfach hier hin. Ja, Florian ist hier. Okay. Gott sei mit dir, edler Ritter. Was kann ich für dich tun? Ich habe Esther für dich gerettet. Ich konnte deine Esther finden. Ich weiß. Wie kann ich dir jemals danken? Indem du mir verrätst, was es mit Rapota auf sich hat. Sie fand mich eines Abends im Wirtshaus. Ich wollte gerade scheißen gehen. Da fing sie an, mich zu bedrängen, für sie zu arbeiten. Sie? Ja, Rapota und ein Ritter namens Herr Jeschek. Und was dann? Sie erklärten mir, was sie wollten. Und ich sagte, sie sollen sich verpissen. Ich schätze, das hat ihnen nicht gefallen. Und was wollten sie? So schlimm war es nicht. Sie warfen mich auf den Scheißhaufen und gingen. Ich dachte, es wäre bloß ein Scherz von Trunkenbolden. Aber dann entführten sie Esther. Es war nicht so schlimm. Sie haben mich nur auf einen Haufen Scheiße geworfen. Wo finde ich Rapota? Normalerweise in meiner Nähe. Was soll das heißen? Er verfolgt mich auf Schritt und Tritt. Und wenn ich zu Hause bin, sitzt er auf der Bank im Hof und beobachtet das Haus. Also ist er jetzt hier? Schwer zu sagen. Manchmal sehe ich ihn, wenn er im Wirtshaus Vorräte kauft. Na schön. Wenigstens weiß ich, wo ich anfangen kann. Und du gehst morgen zur Arbeit, hörst du? Warum? Weil wir ihn aus der Reserve locken müssen. Außerdem ist dein Meister bestimmt erfreut, dich zu sehen. Das bezweifle ich. Ich gehe eher, er davon kommt. Nein. Hast du es keinem gesagt? Zuerst hielt ich es für einen schlechten Scherz. Und als sie Esther mitnahm, war es schon zu spät. True. Okay. Ich sollte besser aufbrechen, ehe der Schuft davonkommt. Viel Glück und danke für die Hilfe. Gerne. Ich lebe für das Volk und ich arbeite für das Volk. Und wir verdienen eigentlich ganz gut auf diese Weise. Also beim Wirtshaus, sagte er. Das gehört ja jetzt wieder zur Hauptquest. Oh ja, das Duell möchte ich aber auch machen. Das mit den Schmieden. Setze deine Nachforschungen in der Kammer des Klostermeisters fort. Mhm. Betritt die Werkstatt der Münzfälscher durch den Hintereingang. Dafür müssten wir wieder nach da oben. Bitte Ulrich um Hilfe. Ich glaube, ich würde ihn um Hilfe bitten. Ich vertraue Ulrich irgendwie. Irgendwie auch nicht. Aber ich möchte Ulrich mehr mit einbeziehen, weil er eben so ein interessanter Charakter ist. Da fände ich es zu schade, einfach zu sagen, nö, ich vertraue dem nicht. Ich lasse den jetzt mal nicht mitmachen. Wohin mit dir, Florian? Willkommen, Heinrich! Willkommen, Florian! Nope. So. Ja. Vielleicht kann Ulrich ja Rapota aufspüren, ja. Weil wir haben ja jetzt nicht so viele Clues, nicht so viele Hinweise, wo der tatsächlich sein könnte. Und hier verpasse ich irgendwie immer die Brücke, aber na gut. Dann gehen wir jetzt zuerst zu Ulrich und dann ins Kloster und dann zum Mineneingang. Klingt das nach einem Plan? Ich finde, das klingt nach einem Plan. Ulrich! Hallo! Ich weiß, wo ich den Fälschern auflauern kann. Ich weiß, wo die Werkstatt ist. Lieber das. Ich weiß womöglich, wo die Rohstoffe aus dem Kloster ihren Weg zu den Fälschern finden. Wo? Den Hügel rauf, am Sasauer Wald. Sollen wir aufbrechen? Ich muss mehr herausfinden. Wer weiß, ob jetzt überhaupt jemand dort ist. Aber du könntest die Augen offen halten. Falls jemand auftaucht, meine ich. Einverstanden. Easy. Ich weiß endlich, wo sich die Fälscherwerkstatt befindet. Meister Pfeffer hatte recht. Die Fälscher halten sich in der Nähe ihrer Rohstoffquelle auf. Ihre Werkstatt ist in den Minen. Ich entdeckte einen anderen Eingang durch ein paar Minenschächte. Dort werden sie mit niemandem rechnen. Aber auch wenn ich sie überraschen kann, wäre es mir lieber, wenn du mitkommst. Ich helfe mit Freuden. Nach dir. Nice, dann können wir das zusammen machen. Und hoffen wir einfach, dass er uns nicht in den Rücken stabben wird, sondern wirklich auf unserer Seite ist. Upp. Stehlen. Denn ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich vertraue Ulrich nicht so ganz. Aber ich möchte ihm vertrauen. You know? Ja.
Ja. Soll ich vorgehen? Anscheinend. Tschu-tschu-tschu-tschu-tschu. Ja, Ulrich rennt auch. Der Opa, der fitte Opa, der Ritter-Opa. Coole Socke. Ulrich? Der hält aber auch immer einen gewissen Abstand. Ich glaube, der vertraut mir auch nicht so richtig. Aber ich finde es cool, dass wir jetzt... Ah, die Kreide. Dass wir jetzt hierhin teleportiert wurden mit ihm. Das spart uns ein bisschen Zeit. Hihi. Okay. Halten wir weiter nach Kreidemarkierungen Ausschau, sollte es denn mehrere Wege geben. Nach unten. Come on, Leiter! Ich falle meistens runter bei den Leitern, weil die sich nicht auswählen lassen. So. Jetzt. Ja. Ich frage mich, ob Ulrich auch die Leiter nimmt oder ob er einfach runterspringt. Ulrich, ich sehe dich nicht mehr. Also die Sicht beim Leiterklettern ist wirklich sehr eingeschränkt. Und es geht sehr weit nach unten. Und da unten brennt eine Fackel. Und Ulrich... Ich weiß nicht, was der Junge macht. Ach, ich glaube, er kommt runter. Oh, wie cool. Seine Schuhe sind einfach glatt. Eigentlich müsste er richtig hart ausrutschen. Wenn es draußen nass ist auf dem Boden. Wow. Komm mit. Ja. Und noch weiter nach unten. Juhu. Ist auch schön, wie wir überhaupt nicht sprechen miteinander. So, und hier lang. Du, 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 du. Komm, Ulrich, komm. Ja, fein. Oh, hier gibt es jetzt ganz viele Wege. Und ich würde eigentlich eher den anderen Weg nehmen. Weil der Pfeil zeigt dir hier rein. Einfach geradeaus. Und wenn hier nicht gesagt wird, yo, du musst abbiegen, dann sollten wir das auch nicht tun. Und da geht es vielleicht auch raus. Deshalb bleibe ich jetzt hier. Oh, shit. Ja, wie gesagt, ich würde einfach weiter geradeaus gehen. Ah, oder auch nicht. Mhm. Und dann checken wir mal. Hier ist nix. Crazy. Aber wir sind noch richtig. Wir sind noch nicht verlaufen. Woo. Aber die Minen sind echt gruselig. Ich bin froh, dass wir das nicht alleine machen müssen. Danke, Bro. Du, 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 du. Wir müssen nicht nach unten. Darüber bin ich sehr froh. Oh. Jetzt müssen wir aber nach unten. Hier gibt es keinen anderen Weg. Und hier ist es mega nass. Und ich höre Stimmen. Ulrich? Ulrich, wo bist du? Wir haben Ulrich verloren. Nein. Ulrich. My friend. Hier haben wir ihn eben... Was? Hier haben wir ihn eben noch gesehen. Als ob er sich jetzt verpisst hat. Oh, ich hoffe, das ist ein Bug. Und gehört nicht wirklich so, dass er uns jetzt verrät. Ulrich, no. Oh nein. Me no likey. Ach. Oh Mann. Oh, bitte. Bitte lass das ein Bug sein.
Und ich höre die ganze Zeit Stimmen auf meinem linken Ohr jetzt gerade. Wieso kann man nicht schnell die Leiter runterrutschen? Noch weiter nach unten geht es nicht. Hier regnet es rein. Ich zücke mein Schwert. Und wir können das Schild nicht benutzen, weil wir die Fackel halten müssen. Ich höre sie arbeiten. Da drüben. Noch weiter nach unten. Ach Mann, Ulrich. Warum hast du uns verlassen? Es wird immer lauter. Okay. Ich bin so verwirrt, wo kommen die Stimmen her? Ich will nicht genau vor deren Augen jetzt so ankommen. So, huhuhu. Ich kletter die Leiter runter. Dann drehe ich mich um und stehe genau vor denen. Und die gucken mich alle an. So stelle ich mir das gerade vor. Abmarsch. Mir gefällt das gar nicht. So überhaupt nicht. Wenn Ulrich gleich auch schon bei denen steht, dann ist das der größte Verrat des ganzen Spiels und ich... Alter, wie ich mich gerade erschrocken habe. Ulrich! Oh. Ulrich, du kleiner Bug. Okay, er hat sich anscheinend einen anderen Weg gesucht. Aber er ist noch auf unserer Seite. Ich bin hin und her gerissen. Ich weiß nicht, oh, als ob wir jetzt wieder hoch müssen. Müssen wir wieder hoch? Ulrich? Geschafft. Wer bist du und was hast du hier zu suchen? Ich bin im Namen des königlichen Hauptmanns Herazig Kobilla hier. Und der da? Das tut hier nichts zur Sache. Ich bin mir sicher, dass wir uns irgendwie einigen können. Geld habe ich zur Genüge. Wie wäre es, wenn wir uns darauf einigen, dass du vielleicht mal dein Maul hältst? Verstanden? Verzeih, nimm's nicht persönlich. Nicht? Was? Willst du es tun, ja? Mit Vergnügen. Hab eh keine Freude mehr dran. Lass ihn am Leben. Ich habe den Befehl, ihn lebendig nachher teilzubringen. Das ist äußerst ungünstig, denn ich habe den Befehl, ihn und alle Beteiligten zu töten. Nein, das geht nicht. Ich habe leider keine Wahl, das weißt du genauso gut wie ich. Wieso willst du ihn töten? Er hat vielleicht wertvolle Informationen. Genau aus diesem Grund. Mein Herr möchte nicht, dass dieser Mann den Falschen in die Hände fällt. Besonders nicht Razzig Kobilla. Damn. Du bist ein Verräter. Du kannst lügen. Wieso sollten wir ihn jetzt als Verräter beschimpfen? Ich meine, man hätte sich das denken können. Sind wir mal naiv und schlagen ihm einen kleinen naiven Vorschlag vor? Dann sag deinem Herrn doch, der Mann ist tot. Er wird es nie erfahren. Oh doch. Du glaubst doch nicht, sie schließen ihn im höchsten Turm ein und niemand erfährt es? Wieso nicht?
Sei kein Narr, Junge. Sieh dich um. In diesem Land wimmelt es von Ratten und Schlangen. Gerade jetzt. Jedes Geheimnis hat seinen Preis. Wenn ich ihn dir überlasse, steckt mein Kopf auf einem Spieß, bevor der Monat endet. Oh, Zeit. Du musst nicht zu den Rosenbergs zurück. Woher weißt du von den Rosenbergs? Meister Pfeiffer erkannte die Schrift auf deinem Geleitbrief. Wie ich sagte, nichts ist in diesen Landen vor neugierigen Blicken sicher. Und wo sollte ich hingehen? Tritt in Herrn Ratzigs Dienst ein. Er braucht Leute wie dich. Kobilla dienen? Niemals. Wenn er erfährt, was ich alles für die Rosenbergs getan habe, knüpft er mich am erstbesten Baum auf. Dennoch hast du recht, ich muss nicht zu den Rosenbergs zurück. Kann es auch nicht. Warum nicht? Ich bin ein Ritter ohne Wappen, ohne Treuepflicht. Niemand sollte wissen, wem ich diene. Wenn bekannt wird, dass ich entlarvt wurde, werden sie mich töten. Sie können es sich nicht leisten, mit mir in Verbindung gebracht zu werden. Wohin wirst du dann gehen? Wohin mich die Straße führt, wie viele Male zuvor. Leb wohl, Heinrich. Auf Wiedersehen. Nein! Nein, Ulrich! Oh, alle haben sich verpisst. Herr Jeschek. Ulrich, du kannst nicht gehen. Bitte. Ich flehe dich an. Bestimmt können wir uns irgendwie einigen. Du kannst dir gern den Mund fusselig reden, aber nicht hier. Komm jetzt. Verhaftet! Gehen wir. Meister Pfeiffer freut sich schon sehr, dich kennenzulernen. Heinrich ist so stark geworden. Das fällt mir immer wieder zwischendurch auf. Sehr gute Arbeit, Heinrich. Hab Dank, Meister Pfeiffer. Es war wahrlich nicht leicht. Ich nehme ein paar Männer und untersuche dort alles. Und was soll ich tun? Du solltest dich ausruhen und dann nach Hatay reisen. In der Zwischenzeit wird Herr Ratzig diesen Bastard verhören. Vielleicht erfährt er ja etwas Nützliches. Na gut. Dann sehen wir uns in Hatay. Haben wir gar nicht gebraucht. Diese Subquests. Ich liebe die Cutscenes. Das Licht in denen und wie die Leute miteinander umgehen und tragen noch die Fackel. Ich würde sagen, sind wir dreckig? Es geht eigentlich. Ups, sonst hätte ich gesagt, können wir uns einen Besuch beim Badehaus gönnen. Aber das müssen wir gar nicht, weil wir clean sind. Zur Hauptquest gehört jetzt, dass wir nach Hatay zurückkehren und Rapota aufspüren. Haben wir hier die Rapota folgt Florian auf dem Weg zur Arbeit und zurück. Zudem sitzt er oft auf der Bank des Marktplatzes und beobachtet Florians Haus. Ich weiß gerade gar nicht, wo Florian noch arbeitet. War das beim Schmied oder beim Metzger? Bank beim Marktplatz. Der Marktplatz ist ja hier. Du bist ein Wächter. Ich sehe hier gar keine Bank. Das hier ist doch der Marktplatz, oder nicht? Hier sitzt der auch nicht. Tja, aber wo arbeitet Florian? Oh ja, das Duell können wir machen. Das Duell möchte ich machen. Und danach gehen wir wieder zur Hauptquest. I swear. Weil sonst würde ich Rapota gerade erstmal hinten anstellen und zuerst nach Hatay zurück. Klingt das gut? Hallo, Vogt. Guten Tag. Duell! Ich bin wegen des Duells hier. Wir könnten es sogleich verkünden. Yes.
Sofort. So sei es. Obwohl, unser HP ist, glaube ich, gar nicht. Egal. Wirklich eine elegante Lösung. Ein fürstliches Spektakel für das Volk und ich bin obendrein dieses mürrische Paar und dessen Gezänk los. Gott behüte dich. Ist perfekt. Und ich bin wieder mal sehr confident, dass wir das gewinnen werden, ohne große Probleme. Guten Leut von Sasau. Ein Zwist schwebt wie eine dunkle Wolke über unserer schönen Stadt. Wie ihr alle wisst, haben Zach, der Schmied des Heiligen Klosters, und Meisterschmied Otto von Rabstein seit einiger Zeit ein Gezänk. Seit einiger Zeit? Eine halbe Ewigkeit! Und obschon es mir als Vogt zukommt, derlei Zwist mit Gewalt zu beenden, um Frieden und Ordnung zu wahren, entschied ich mich, den Unfrieden der Schmiede auf zwanglose Weise zu schlichten und euch guten Leuten dabei ein rechtes Spektakel zu bieten. Kurzum, wir gestatten ihnen, sich gegenseitig aufs Maul zu hauen. Doch, da es zwei respektablen Handwerkern kaum ansteht, einander auf dem Marktplatz das Feld zu gerben, wie Hähne auf dem Mist, hat jeder von ihnen einen Streiter erwählt. Zach, unser Schmied, ernannte als Recken an seiner Stadt Heinrich von Skalitz. Und Meister Otto von Rabsteins Recke ist... Bitte, stellt euch selbst vor, Herr Ritter. Meister Otto kämpft für Meister Otto. Ich schicke sicher nicht einen Welpen, der meinen Platz einnimmt. Seid gewahr, dies ist ein Zweikampf nur mit Knüppeln. Doch nur bis zum ersten Blut. Seid um Himmels Willen vernünftig. Wir wollen hier keinen Krüppel oder, Gott bewahre, Toten sehen. Also, wenn beide Streiter bereit sind, lasst uns beginnen. Das habe ich mir ja schon fast gedacht, dass der Otto das selber... Kuh! Kuh! Holy shit! Ich hab Kuh gedrückt! Der ist voll aggro! Kuh! Kuh! Was kann ich das nicht blocken? Deine Mama weint gleich. Okay, einmal getroffen wenigstens. Wir sind stärker! Ja! Hell yeah. Das ist so meine Taktik, die erstmal wegpushen. So. Ja! Und dann kann man die noch einmal schlagen. Meistens. Nicht immer. Bah! Oh, was haben wir das nicht getroffen? Heinrich, wie muss das denn ausgesehen haben? Ausgewichen. Manchmal kann ich das einfach nicht blocken. Yeah. Oh, er blutet. Ah nee, das sind rote Bänder. Uhu. Okay. Yeah, man. Neue Stufe Streitkolben. Hol dir deine Belohnung ab. Ruf verbessert. Schädelbrecher. Dem alten Zause hast du es gezeigt, Heinrich. Dem klingeln noch einen Mond später die Ohren. Jetzt weiß jeder, wer eine Rüstung zu machen versteht. Und wer bloß heiße Luft. Das war kinderleicht. Das ist ganz schön anstrengend. Ja, ich finde, er sollte ihn nicht beleidigen. Das ist irgendwie kindisch. Führe keine so respektlose Zunge gegen Meister Otto. Er hat tapfer gekämpft. Kein Grund, sich aufzuregen. Immerhin hast du den Sieg zu genießen, oder nicht? Egal. Komm später zur Schmiede und hol dir deine Belohnung. Mach ich. Gerne.
Ja, mach ich. Danke, Zach. Kann ich die auch jetzt schon haben? Guten Tag. Hi, Zach. Nee, kann ich nicht. Gut, dann haben wir das Duell auch geschafft. Mit Selbstbewusstsein rangegangen und easy gewonnen. Aber finde ich schon cool, dass Meister Otto das selber gemacht hat. Während Zach sich einfach den besten Kämpfer weit und breit ausgesucht hat. Hä? Hey? Wir können das immer noch nicht abholen. Warum chillt der denn hier? Na gut. Dann gehen wir erstmal pennen, holen morgen die Rüstung ab und machen uns dann auf den Weg nach Rathai.